Mario, danke, dass du dir die Zeit nimmst für das kurze Interview. Du bist ja von Lana Autos und ein großer Slogan ist ja, dass man Autos bei euch oft ja günstiger kriegt oder meistens sogar oder häufig sogar günstiger kriegt und die Autos werden halt dann importiert. Jetzt werden nicht nur ich kritisch sein, sondern wahrscheinlich auch viele Zuhörer. Wie funktioniert das Ganze? Wie kann das sein? Servus René. Das ist eine Frage, die viel beschäftigt, die immer wieder sehr kontroversiell diskutiert wird, in Wahrheit aber relativ einfach und klar beantwortet werden kann. Es gibt quer über Europa verstreut Autohändler. Die Nachfrage ist riesig. Es gibt ein Produktangebot, das ist riesig. Und es gibt einfach viele Unterschiede. Jedes Land tickt anders und hat andere Gegebenheiten. Und so funktioniert auch der Handel dort, im Konkreten auch der Handel mit Kfz. Ja. Unser Part ist, dass wir gesagt haben, wir möchten für unsere Kunden kostengünstigst einen EU-Neuwagen nach Österreich importieren. EU-Neuwagen deshalb, weil das Auto aus einem EU-Land kommt. Daher heißt das EU-Neuwagen. Produziert wird das Auto im jeweiligen Werk in, grob gesagt, über den ganzen Globus. Ja, wenn es ein Japaner ist oder ein Koreaner, dann kommt er irgendwo aus der Ecke. Wenn es ein Europäer ist, kommt er aus dem jeweiligen Werk. Und wenn man jetzt gerade zum Beispiel den VW-Konzern anschaut, da weiß man gar nicht, welcher Konzernmarken wo produziert wird. Ob heute ein Golf in Deutschland produziert wird oder in einem Werk, in einem Skoda-Werk in Tschechien oder in Polen oder in einem Seat-Werk in Spanien, das weiß der Kunde nicht. Das steht auch nirgends. Ja. Der Unterschied zum österreichischen Auto bei einem EU-Wagen ist einfach der, dass die Länderkennung in dem Fahrzeug drinnen ist. Dann ist halt das Auto kommt zum Beispiel aus Spanien, dann ist das Benutzerhandbuch in Spanisch. Das ist aber das Einzige, woran der Kunde einen Unterschied merkt. Das Auto selber wird im selben Werk gebaut wie ein Auto, das für Dänemark bestimmt ist, ein Auto, das für Österreich bestimmt ist. Es wird vielleicht länderspezifisch ein bisschen anders ausgestattet, das ja. Aber um das, sage ich mal, muss sich dann der Kunde kümmern, wenn er ganz genau wissen will, wie sein Auto ausgestattet ist und was er da drinnen haben mag. Es gibt eine ganze Fülle von Fahrzeugen, zehntausende Fahrzeuge, die in Europa herum sind, die man einfach nach Österreich verbringen kann. Das ist unser Geschäftsmodell. Nichts anderes machen wir. Der Kunde will ein nagelneues Auto. Wir schauen, dass wir ihm das Auto zu besten Konditionen besorgen. Damit arbeiten wir. Wir importieren es, wir verbringen es noch da, wir lassen es liefern, wir kümmern uns um die Papiere und der Kunde kriegt von uns ein anmeldefertiges Auto. Er weiß anhand der Beschreibung, die er von uns kriegt, ganz genau, wie sein Auto konfiguriert ist, was da drinnen ist und er weiß, dass es nagelneu ist. Und das Einzige, also der Motor ist wahrscheinlich dasselbe, wenn es dasselbe Werk ist, wo es hergestellt wird, ist das jetzt so richtig? Der einzige Unterschied ist nur, dass Länder unterschiedlich ausstatten, eigentlich, und dass halt das Benutzerhandbuch in einer anderen Sprache ist. Das ist Manchmal. richtig, genau. Also jedes Auto, das heute gebaut wird, hat von Haus aus im Bordcomputer vorgegeben alle Sprachen, die es rund um den Globus gibt. Ja, und dort, wo das Auto dann in Verkehr gebracht wird, wird die Landessprache eingestellt. Und wenn wir jetzt zum Beispiel ein dänisches Auto nach Österreich importieren, dann stelle ich als Landessprache Deutsch ein und dann kennt der Kunde nicht mehr, dass das Auto aus Dänemark kommt. Er sieht das anhand der Papiere. Wir machen da kein Geheimnis draus, weil das auch irrelevant ist für den Kunden, ja, sondern wenn er das gern wissen will, dann sagen wir ihm das. Er sieht es anhand der Papiere und das Auto, was er hat, wenn er es von uns kriegt, ist ein österreichisches Auto, weil er hat dann österreichische Papiere. Das Fahrzeug steht in der österreichischen Fahrzeugdatenbank, da ist die NOVA gezahlt, da ist die Umsatzsteuer gezahlt. Das Auto kann ganz normal angemeldet werden und was auch wichtig ist, hat volle Garantie und Gewährleistung, wie es der Hersteller vorgibt. Das ist EU-Recht, das ist in ganz Europa gleich.
Und warum sollte man das Auto nur importieren lassen? Oder warum sollte man das genau von euch machen lassen? Was ist der Vorteil bei Lana-Autos? Wir haben ein paar Benefits. Ein großer Benefit ist natürlich der Preis. Ja, der Preis kommt daher, wir sind eigentlich, nicht eigentlich, wir sind ein Online-Autohaus. Das heißt, wir haben keinen Fuhrpark vor Ort. Das heißt, im Weiteren, wir haben auch keinen Glaspalast, wo wir die Fahrzeuge präsentieren müssen. Und das sind alles Kosten, die wir nicht tragen müssen und die wir somit auch nicht verlangen müssen. Das heißt, wir können den Vorteil an den Kunden weitergeben. Wir haben eine straffe Struktur. Es gibt ein kleines Team, das eingespielt ist. Neben mir einen hauptberuflichen Autoverkäufer, der sich hauptsächlich um unsere Kundenanfragen kümmert. Das ist der Wolfgang. Und das war es dann auch schon. Und das Zweite, was extrem gut bei uns ist, wir sind freier Händler. Das heißt, in unserem Mittelpunkt steht unser Kunde und die Bedarfsanalyse, was unser Kunde wirklich braucht. Und der Kunde kriegt von uns das Fahrzeug, was er wirklich braucht. Nicht das, was wir ihm verkaufen können, weil wir können ihm jetzt Fahrzeug verkaufen. Wenn ich halt zum Skoda-Händler gehe, dann kann ich ihm das Skoda-Händler nur an Skoda verkaufen. Wenn aber das richtige Auto für ihn jetzt zum Beispiel ein Peugeot ist, warum auch immer, dann kann einem das Skoda-Händler nicht verkaufen. Das heißt, er wird gar nicht die Idee haben. Ein klassisches Beispiel: letzte Woche kommt der Familienvater, große Familie, Auto kaufen. Ja. Drei Kinder, da hast hinten alle drei noch kindersitzpflichtig. Das heißt, du hast wirklich ein Problem mit drei Kindersitzen in der zweiten Reihe. So. Der hat selber sich doch, der irgendein VW Caddy oder sowas. Da wird dann platztechnisch schon zusammengekramt sein. Und er hat eine klare Budgetvorgabe gehabt. Er hat gesagt, 30.000 Euro mehr kann er sich nicht leisten. Und er braucht ein Auto für eine große Familie. So. Der Wolfgang, hat ihm dann neben seiner Vorstellung noch mit diverse andere Marken konfrontiert, die das, was er brauchen, wesentlich besser abbildet. Ja. Und wir haben sein Budget nicht ausschöpfen müssen, sondern wir haben dann nicht 30.000 Euro ausgegeben für ein neues Auto, sondern das hat 25.500 gekostet. Und das ist unser Ziel. Unser Ziel ist ein zufriedener Kunde, der seine Bedürfnisse erledigt kriegt. Ja? Und der nicht das kriegt, was wir ihm gerade anbieten können, weil wir ihm eben alles anbieten können. Weil unser Geschäftsmodell vorsieht, dass der Kunde zuerst angeboten kriegt und erst wenn er sagt, ja, genau das ist meins, erst dann wird der Vertrag gemacht und erst dann holen wir auch das Auto. Das ist auch der Grund, warum wir keine Autos bei uns am Hof stehen haben, weil wir Autos nur da haben, wenn es die alle Autos, die bei uns da stehen, dann gehören schon Kunden und sind nur so lange da, bis der Kunde bei uns abhört. Das heißt, wenn das Auto kommt, wird das Auto bei uns noch fertig aufbereitet. Das ist dann passiert, also was immer gemacht wird, ist, dass das Innen komplett sauber ist, dass ein Verbandspaket drinnen ist, dass Fußmatten drinnen sind, dass Warnwesten und Warndreieck drinnen ist. Also einsteigen und losfahren. Wenn eine zusätzliche Aufbereitung gewünscht wird, dann haben wir einen Partner, mit dem wir das machen können, zum Beispiel Lackaufbereitung, Außen- und Unterbodenschutz, zusätzliche Anbauten, alles ist möglich. Ja. Also da können wir dann bei Pickups haben wir schon alles Mögliche draufgebaut, Anhängerkupplungen, diese Standard-Ding, was nachgerüstet wird. Und das kümmern wir uns. Und das können wir auch alles abbilden und der Kunde kriegt dann von uns das fertige Auto. Ne? Meistens schickt man dann dem Kunden vorab die Papiere. Der geht anmelden, kommt mit dem Zug zu uns oder wird hergefahren und fährt mit seinem Auto heim. Wenn der Kunde das Auto geliefert haben will, machen wir das auch gern. Da sind wir logistisch aufgestellt. Wir haben einen Autotransporter und einen Anhänger dazu und können gerne das Auto bis vom Kunden vor die Haustür zustellen. Das ist dann separat preispflichtig und kilometerabhängig. Also zum Beispiel jetzt nach Wien ein Auto zustellen kostet 500 Euro. Ja, und so funktioniert es und so machen wir das seit Jahren und haben, wenn man sich unsere Rezensionen anschaut und wenn man uns im Internet verfolgt, haben mittlerweile, Gott sei Dank, sehr viele
sehr glückliche Kunden. Ja, das sieht man immer wieder.